Hallo zusammen, ich bin Nathalie, 16 Jahre alt und ich mache gerade für 10 Monate ein Auslandsjahr in Michigan in den USA. Und ich bin jetzt seit gut 3,5 Monaten hier und wir haben gerade Donnerstagabend und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal morgen ein bisschen über meinen Tag mit. Mein Tag wird morgen nämlich sehr früh beginnen, da ich vor der Schule Schwimmtraining habe. Ich bin nämlich von meiner Schule hier im Schwimmteam und da habe ich 6-mal die Woche Schwimmtraining und 4-mal die Woche Weightlifting. Das Weightlifting habe ich immer vor der Schule und samstags halt samstagmorgens. Freitags haben wir dann aber manchmal anstatt des Weightliftings einfach normales Schwimmtraining und das ist morgen auch der Fall. Genau, ich habe auch mindestens einmal die Woche einen Wettkampf, aber die Saison ist leider nächste Woche auch schon vorbei. Da haben wir nämlich Conferences. Da wird dann entschieden, wer zu den States geht. Und genau, aber mein Schwimmteam ist total klasse. Ich habe dadurch super Leute kennengelernt. Und genau, ich habe morgen ein paar Pläne. Also ich werde mit ein paar Mädels vom Schwimmteam bei einem Italiener essen gehen und ich werde auch noch auf das Cross-Country-Meet von meinem Gastbruder gehen. Und dann habe ich natürlich auch noch Schule. Genau, aber ich werde euch mal bei dem Ganzen einfach mitnehmen. Ich bin jetzt zurück aus der Schule und ich habe immer Schule bis 2:50 Uhr. Bei mir fängt die Schule entweder um 8:35 Uhr an oder um 7:55 Uhr. Bei mir war es heute 8:35 Uhr, weil sonst hätte das mit dem Schwimmtraining auch alles gar nicht geklappt. Genau nach dem Schwimmtraining sind wir dann noch zu Starbucks gefahren. Das ist so eine kleine Tradition bei mir, beziehungsweise im Schwimmteam. Genau, heute hatte ich ein B-Day in einer B-Woche. Wir haben nämlich 8 Schulfächer und die sind halt auf jeweils 2 Tage aufgeteilt. Und genau, das heißt, ich habe 4 Schulstunden pro Tag. Und heute in der ersten Stunde hatte ich amerikanische Literatur, da machen wir im Moment ein Research Paper. In der zweiten Stunde hatte ich US History. In der dritten Stunde hatte ich ein Fach, das heißt You're on Your Own. Da lernen wir so über finanzielle Sachen, wie man Apartment mietet und einfach sowas. Und das finde ich total klasse, dass sie hier generell in Amerika so Fächer haben, die einem auch wirklich viel im Leben später was bringen können. Genau, und in der letzten Stunde hatte ich dann Spanisch. Also Spanisch macht mir hier wirklich total Spaß und meine Lehrerin ist super nett. Generell die Lehrer hier, du bist best friends mit deinen Lehrern hier, das finde ich auch total klasse. Genau, ich war jetzt auch vorhin mit meinem kleinen Gastbruder und unserem Hund hier ein paar Runden spazieren und ich habe meinen ersten Kürbis geschnitzt seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Genau, und ich war auch schon bei dem Cross-Country-Meet von meinem Gastbruder. Das finde ich nämlich immer ganz gut an Cross-Country-Meets, dass die nicht ganz so lang sind. Schwimm-Meets, also ich bin im Schwimmteam. Und die sind bei mir so, würde ich mal sagen, 1 Stunde, 1,5 Stunden, kommt immer drauf an. Genau, wir haben Schwimmteam und Diving, also Diving ist so Akrobatik vom Schwimmbrett, Sprungbrett, keine Ahnung. Genau, und ich habe 6-mal die Woche Schwimmtraining und 4-mal die Woche Weightlifting. Das Weightlifting habe ich normalerweise vor der Schule. Das ist dann von 7 Uhr bis 7:45 Uhr. Und Schwimmtraining habe ich von 7 Uhr bis 9 Uhr abends. Und das ist in einem College hier ganz in der Nähe, weil unsere Schule hat leider kein eigenes Schwimmbad. Aber das ist mit dem Auto auch nur so
knapp 10 Minuten von mir entfernt. Und eine Freundin von mir im Schwimmteam, die wohnt auch direkt eine Straße weiter. Das heißt, sie kann mich immer mitnehmen, was ganz praktisch ist. Genau, aber wenn wir halt freitags vor der Schule Training haben, haben wir halt logischerweise kein Weightlifting mehr. Und samstags haben wir von 9 bis 10 Weightlifting und von 10 bis 11 haben wir dann normales Schwimmtraining. Und wir haben auch pro Woche mindestens einmal einen Wettkampf. Meiner war am Dienstag. Nächste Woche ist dann leider die letzte Woche von meiner Saison. Wir fangen jetzt auch nächste Woche mit Tapering an. Das bedeutet, dass unser Schwimmtraining nicht mehr ganz so intensiv ist und wir auch kein Weightlifting mehr haben, damit sich unser Körper so ein bisschen ausruhen kann, weil am Freitag Conferences sind. Das ist das größte Meet bzw. der größte Wettkampf so von der Saison, bevor es dann halt zu den States geht. Und genau, das entscheidet dann auch so ein bisschen, wer zu den States geht. Ja, beim Diving ist das so, du musst so Punkte sammeln. Da kenne ich mich aber nicht ganz so gut aus. Genau, das fängt dann nächste Woche an. Und dann ist meine Schwimmsaison auch leider vorbei. Also ich muss sagen, das Schwimmteam ist mir super ans Herz gewachsen. Die Mädels sind alle super nett. Aber wir machen auch noch jetzt außerhalb der Saison ein paar Sachen. Also für Ende November, weiß ich, ist was geplant. Da freue ich mich auf jeden Fall super drauf. Aber auch generell alle Sachen, die ich mit meinem Schwimmteam gemacht habe, super. Und generell eine Sportart. Es war einfach super hier, um Freunde kennenzulernen. Genau, und ich werde mich jetzt auch gleich mit den Mädels vom Schwimmteam treffen. Da gehen wir nämlich zu einem Italiener hier, der heißt Olive Garden. Und da freue ich mich schon super drauf, weil ich war sehr lange nicht mehr richtig italienisch essen. Mal schauen, wie sehr italienisch das ist. Genau, und dann gucke ich mal, was ich heute Abend noch so mache. Aber wahrscheinlich nichts mehr, weil ich wirklich super müde bin und morgen auch wieder früh aufstehen muss. Und die Football-Saison ist halt leider auch schon vorbei. Deswegen geht es heute auch nicht auf ein Football-Game. Vielleicht verbringe ich einfach nur ein bisschen Zeit mit meiner Gastfamilie. Mal schauen. Und ich werde euch aber auf jeden Fall weiter mitnehmen. Tag ist jetzt zu Ende und ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen, wie so ein Highschool-Leben aussehen kann. Natürlich sieht nicht jeder Tag so aus. Manchmal macht man mehr, manchmal macht man weniger. Aber genauso sehen öfters Freitage bei mir aus. Leider ist die Football-Saison hier auch vorbei, seit ich glaube 2 Wochen. Das habe ich dann Freitagabends halt sehr gerne mit Freunden gemacht, dass wir dann einfach zu einem Football-Game gegangen sind und danach noch zu jemandem nach Hause gefahren sind oder einfach vor allem bei Culver's essen gegangen sind. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr weitere Videos von Außerschülern sehen wollt, könnt ihr doch gern beim Kanal hier vorbeischauen oder abonnieren, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer. Und bis dann.